Eine neue Konzertreihe, das Preisträgerkonzert, ergänzt die kontinuierliche Förderung junger Operntalente der Bertelsmann Stiftung. Bei der Stellprobe treffen wir die Künstler des Abends, allesamt Preisträger des Gesangswettbewerbs Neue Stimmen. Wie wichtig ist die Auszeichnung für die Karriere der Nachwuchstalente? Die Neue Stimmen, das ist Wahnsinn für mich, weil das ist wirklich toll. Ich gewonne erst den Preis und dann meine Karriere startet, ja. Und dann, ich habe endlich Agentur getroffen und das ist mein Anfang. Deshalb für mich, dieser Tag ist wie ein Traum. Die Ukrainerin singt heute im Ensemble der Wiener Staatsoper. Yun Ho Yu gehört fest zum Ensemble der Volksoper Wien. Mit seinem voluminösen Bass ließ Kiwan Sim während des Neue Stimmenwettbewerbs Jurymitglied Bernd Löber aufhorchen. Nach dem Wettbewerb habe ich eine Vorsingen in Oper Frankfurt gesungen und Herr Löber hat mir genommen. Letzte Vorbereitung vor dem Auftritt. Auch für Maria Savastano war Neue Stimmen ein Sprungbrett. Gérard Mortier, damals Jurypräsident, holte sie nach dem Wettbewerb direkt an die Pariser Oper. Neue Stimmen. Neue Stimmen, das war sehr wichtig für mich. Es war der Beginn meiner internationalen Karriere. Es ist einfach, mitreißend zu sehen, wie sich die Künstler stimmlich, aber auch in ihrer ganzen Darbietung entwickelt haben. Und sie sind dahin gekommen, weil sie neue Stimmen als Sprungbrett nutzen konnten. Opernstar gefeiert werden, davon träumen viele. Doch der Weg zu einer erfolgreichen Sängerkarriere ist mühsam. Hochbegabung reicht alleine nicht. Erwartet wird ein Höchstmaß an Konzentration, Disziplin, harter Arbeit. Und ganz wesentlich für den modernen Opernbetrieb, Förderung. Mit der neuen Konzertreihe möchte die Bertelsmann Stiftung die Preisträger der neuen Stimmen weiter bekannt machen. Das ist genau das, was wir eigentlich verfolgen und wollen, diese Kontinuität zu haben. Und wir versuchen, verschiedene Modelle zu implementieren, wie wir die Preisträger weiter betreuen können und wie wir sie fördern können, auch mit Coaches und mit Trainern. Manuel Lange glänzt am Klavier und als künstlerischer Leiter des Abends mit einem Programm, das dem Erwachen des Frühlings gewidmet ist. Die Darstellung ohne Microport und Orchestergraben ein besonderes Erlebnis. Das ist ein kleiner Rahmen, kein großer Konzertsaal. Und ich denke, wir starten erstmal hier in Berlin so. Es ist sehr nah auf Tuchfühlung und man kann die Künstler unheimlich gut beobachten und ist sehr nah bei ihnen. Die Nachwuchstalente begeistern das ausgesuchte Publikum. Es ist selten, dass eine Musik so sehr berührt, dass man weinen muss. Und ich gestehe, war einfach von den Stimmen her, die sich von den Kompositionen sogar gelöst haben, weil sie so grandios sind. Dass ich gespürt habe, du bist hier müde angekommen und bist danach hellwach. Mit einer Aufforderung zum Tanz bedanken sich die Sänger bei ihrer Förderin Liz Moore. Ein unfassbar schönes Konzert, ein Frühlingsgruß und das erwärmt die Seele. Das ist eine gute Leistung, eine sehr humane Leistung von Frau Mohn, solche Kräfte zu unterstützen. Die Gäste feiern das Heranwachsen einer neuen Sängergeneration.